bist du, mein Sohn? Vater, verzeih mir. Ich habe euch nur verlassen, um nach etwas Besserem zu suchen. Für dich, meine Brüder und meine Mutter, von meinen Freunden, die schon einmal die Länder der Muslime besucht haben, habe ich gehört, dass dort das Land der Träume ist, ein Zufluchtsort für Bedürftige. Ich will nur die Erinnerung an Armut und Elend vergessen. Wir leiden hier. Mach dir also keine Sorgen über mich, Vater. Ich werde zurückkommen, sobald ich für mich einen Weg zum Leben gefunden habe. Seine Wunde klafft tief. Er blutet ununterbrochen. Unser Meister Abul Qasim Azharawi muss sofort eingreifen. Meine Söhne. Wer sich in das Gebiet der Chirurgie vorwagt, muss sich in der Anatomie auskennen. So wie Galen es beschrieben hat. Und auch Arasi. Man muss die Funktionen der Organe und ihre Beschreibung kennen. Hippokrates meinte, wie viele nennen sich Arzt? Doch wenige davon sind das wirklich. Besonders in der Chirurgie. Meister Abul Qasim. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir haben einen Jungen aufgenommen mit starken Verletzungen und Wunden, damit ihr ihn behandelt. Die Verletzung ist besorgniserregend. Seit Stunden blutet er. Er muss sofort von uns chirurgisch behandelt werden. Solange die Sonne noch am Himmel steht. Reinigt ihn, wechselt seine Kleidung und bringt ihn ins Behandlungszimmer. Verehrter Vater, seit ich euch verlassen habe, konnte ich euch nicht mehr schreiben. Mir geht es gut, obwohl ich von einem Pfeil getroffen wurde, als ich hier ankam. Sorge dich nicht, das Glück begleitete mich. Denn ich wurde ärztlich behandelt, in einem Krankenhaus, das fast wie der Palast eines europäischen Königs aussieht. Die Betten sind sauber, die Bettlaken strahlend weiß. Die Patienten wollen hier schon fast nicht geheilt werden. Um den Platz nicht zu verlassen. Die besten Speisen werden uns hier serviert. Zu Beginn des 4. Jahrhunderts der Hijra machten sich die fruchtbaren Oasen Andalusiens bereit, um einen Besucher gebührend zu empfangen. Jemand, der die Arztkunst aus ihrem Schlaf erwecken sollte.
Jemand, der die Behandlungsmethoden vom Staub der Unwissenheit und der blinden Nachahmung befreien wollte. Er wollte den Horizont der Menschheit erweitern und Geheimnisse lüften. Es war der andalusische Arzt und Chirurg Abolkassim Asarrawi. Kulturell unterschied sich Andalusien von anderen Gebieten. Die Araber hatten das Land kulturell und geistig erobert. Nachdem sie Cordoba umgestaltet hatten, wetteiferte die Stadt mit Bagdad in verschiedenen wissenschaftlichen Bereichen. Cordoba ist eine blühende alte spanische Stadt. Sie war eine der großen Zentren des islamischen Westens und zeichnete sich im 10. Jahrhundert durch eine andalusisch-orientalische Komponente aus. Cordoba war damals eine der wichtigsten Städte vom Mittelmeer bis in den Nahen Osten. Sie übertraf viele europäische Städte, die noch in den Jahrhunderten der Dunkelheit feststeckten und wo sich kaum Wissenschaft entwickelte. Der Kalif An-Nasir, der in Cordoba die Macht übernahm, war ein großer Philosoph und Historiker. Seine Bibliothek umfasste 400.000 Bände. Dazu gab es in Cordoba eine Universität, die mit 250.000 eine weitere riesige Anzahl von Werken beherbergte. Die Ausbildung war kostenfrei, weil der Staat damals viel für Bildung ausgab. Man braucht sich daher nicht zu wundern, dass man dort so viele große Ärzte, Logiker und Philosophen findet. Viele Errungenschaften, auf die wir heute so stolz sind, setzten im 4. Jahrhundert der Hidschra ein. Auch begann in dieser Epoche eine kleine Übersetzungsbewegung. Abdurrahman An-Nasir wandte große finanzielle Mittel auf, um bekannte europäische Werke übersetzen zu lassen. Damit wurde die Wissenschaft allen zugänglich, die sich darin vertiefen wollten. Und wer sich darin auszeichnete, wurde zu einem Träger der andalusischen Zivilisation. Schatten der andalusischen Zivilisation wurde Abu al-Qasim Khalaf ibn Abbas Asarrawi 325 nach der Hijra in der Stadt Asarra geboren. Sein Vater hatte sich für sein Studium und seine Bildung aufs Äußerste eingesetzt. Asarrawi. So viel wir wissen, ist Asarhawi mit der Stadt Asarhar verbunden. Diese war durch den Kalifen Abdurrahman III. An-Nasir li Din Linnah errichtet worden. Daher wurde er Asarhawi genannt, so wie alle Gelehrte, die aus dieser Stadt stammen. Er hat eine weitere Herkunftsbezeichnung, An-Nasir, da seine Familie von den arabischen Ansar aus Medina abstammten. Diese waren nach Andalusien gekommen und hatten sich seit der Frühzeit der Eroberung dort niedergelassen. Meine Söhne, denkt gut nach über das Wort des Erhabenen,
das sich auf euch bezieht. Und in euch selbst habt ihr Zeichen. Wollt ihr den nicht sehen? Sura 51, 21. Allah hat in diesen Versen eigens uns erwähnt, um uns auf seine Macht und die Größe seiner Schöpfung hinzuweisen. Die Schöpfung des Menschen ist das gewaltigste Geheimnis des Kosmos. Es ist das komplexeste Geheimnis, das am deutlichsten die Kraft Allahs verkörpert. Die Augen des Jungen öffneten sich für den Aufruf des Schöpfers. Doch er begnügte sich nicht mit den Erklärungen, die sein Scheich für ihn hatte. Noch blieb er bei dem stehen, was sein ehrgeiziger Vater für ihn wünschte. Er nahm sich fest vor, das Unbekannte zu erforschen und geduldig in die Tiefen der menschlichen Seele vorzudringen. Denn dort ist das Geheimnis Allahs. Als ihm Asra, die Stadt seiner Geburt, zu eng für seine Träume wurde, bereitete er sich für seinen Wissensdurst auf die Reise nach Córdoba vor. Die Stadt voller Madrasas und Bibliotheken mit all ihren Quellenwerken, besonders im Bereich der Medizin. Az-Zahrawi lebte im goldenen Zeitalter des Islams. Daher baute er sein Wissen auf dem Studium der alten Werke zur Medizin auf, auf nahezu allen, die ihm zur Verfügung standen. Und von dort aus entwickelte Az-Zahrawi sein Wissen weiter. Hier müssen wir den Namen Hippokrates erwähnen. Er war einer der berühmtesten Ärzte im 5. Jahrhundert vor Christus. Ebenso Galen aus Pergamon, der zwischen 129 und 216 nach Christus lebte. Die Schriften von diesen trugen viel zur Ausbildung Az-Zahrawi bei und formten sein Denken auf dem Gebiet der Chirurgie. Alle galten sie als seine Lehrer, wenn auch indirekt, angefangen von Galen über Dioskurides, Hippokrates, Ibn Jujul, Al-Razi und Avicenna. Er studierte nahezu alles auf dem Gebiet der Zahnmedizin und der Arzneimittelkunde und weiteren Themen, die kaum aufgezählt werden können. Az-Zahrawi erreichte eine solch hohe Stufe des Wissens, dass er imstande war, die früheren Wissenschaften aus dem Zeitalter der Griechen und Römer kritisch zu betrachten. Lesen und studieren, das war für ihn seine erste Schule. Abul Qasim Az-Zahrawi, der überall in der Welt als der Vater der Chirurgie gilt, erreichte diesen Rang nur auf zwei Weisen. Durch unablässige praktische Betätigung und durch Beharrlichkeit. Er ließ nicht nach, etwas mehrere Male zu versuchen. Abu Al-Qasim Az-Zahrawi hat keine Medizin auf rein theoretischer Grundlage entwickelt. So etwas gab es bei vielen arabischen Ärzten. Manche schrieben Werke, ohne als Ärzte tätig gewesen zu sein. Abu Al-Qasim Az-Zahrawi war jedoch nicht von dieser Art. Abu Al-Qasim Az-Zahrawi wollte die Medizin auf deutlichen Grundlagen und methodisch begründen. Er erlangte große Expertise in der Medizin aufgrund seiner praktischen Erfahrung und seiner Beobachtungen, die er zur Formulierung seiner Theorie heranzog. Er hatte viel Kontakt mit verschiedenen Schichten aus dem Volk, mit all denen, die unter einer Verschlechterung der Gesundheit litten, weil es keine Fachleute gab. Es machte ihm Sorgen zu sehen, wie manche unwissende Ärzte sich auf chirurgische Operationen einließen und damit den Tod der Patienten bewirkten. Er bemerkte zahlreiche Mängel in der damaligen ärztlichen Praxis. Dies rührte daher, dass man zu wenig von der Anatomie des menschlichen Körpers verstand. Er glaubte, dass eine wahrhafte Wissenschaft, die zur Heilung führte,
nur über das Studium der Anatomie möglich war. Die meisten Ärzte gaben sich damals mit dem Verschreiben von Medikamenten zufrieden, weil sie aus Angst um das Leben der Patienten vor chirurgischen Eingriffen zurückschreckten. Chirurgen von ihm meinten, dass zum Beispiel ein Luftröhrenschnitt zu gefährlich sei, weil sie keine klare Vorstellung von deren Anatomie hatten. Er entwickelte eine Methode, mit der die Luftröhre gefahrlos geöffnet werden konnte, wenn diese für die Atmung verstopft war. Prinzipiell kann man alle Patienten behandeln, wenn man etwas von Anatomie versteht. Das gilt für alle Körperteile. Nase, Ohren, Augen, Knochen. Auch bei Geburtshilfe und Gynäkologie. Er verbrachte sein ganzes Leben damit zu praktizieren und zu experimentieren. Er hatte großes Interesse an Anatomie. Und bis heute gilt, dass niemand ein guter Chirurg sein kann, der sich nicht in Anatomie auskennt. Abu al-Qasim al-Sakhrawi verfügte über eine spezielle Methode beim Forschen und Experimentieren. Er interessierte sich für die anatomische Analyse des menschlichen Körpers. Das half ihm, alle Organe des Körpers kennenzulernen, ihre Funktionen und wie sie miteinander zusammenhängen. Dies gab ihm in der Folge großen Mut, chirurgische Eingriffe vorzunehmen. Chirurgie war zur damaligen Zeit äußerst brutal. Nur als letztes Mittel griff man dazu. Selbstverständlich gab es keine Betäubung und viele Komplikationen traten aufgrund von Infektionen und Blutungen auf. Zu dieser Zeit galt ein blutender Patient als toter Patient. Abu Qasim al-Sakhrawi war der Erste, der die Technik des Abbindens von Blutgefäßen einführte, um Blutungen zu stoppen. Er fertigte Schnüre aus Tieren- und Katzendärmen an, um die Hauptschlagader abzubinden, damit die Blutung die Operationen nicht beeinträchtigte. Später wurde dies Katzendamm genannt. Es war eine Schnur, die aus dem Darm von Katzen hergestellt wurde. Der Vorteil war, dass diese leicht absorbiert werden konnte, sodass man sie nicht mit einer Schere abschneiden musste. Sie wurde einfach vom Körpergewebe absorbiert. Er erfand auch eine Nadel für diese Fäden. Sein Interesse an der Chirurgie veranlasste ihn später, neue chirurgische Instrumente zu erfinden. Diese passten auf die Krankheiten, denen er begegnete, und die von ihm studierte Anatomie. Er erfand 200 chirurgische Instrumente. Einer seiner wichtigsten Beiträge zur Chirurgie, wenn nicht der wichtigste, war sein Interesse an chirurgischen Instrumenten. Er zeigte auf, wie man diese aus verschiedenen Metallen herstellt, sie entwirft und entwickelt und wie man diese Instrumente in verschiedenen chirurgischen Verfahren einsetzt. Er war in der Tat ein genialer Erfinder auf diesem Gebiet und viele der damals von al-Sakhrawi verwendeten Instrumente unterscheiden sich nicht von den heute verwendeten. Unter den von ihm erfundenen Instrumenten ist eine Zange zur Zertrümmerung von Steinen. Diese ist wichtig, da er sie hauptsächlich dafür erfand, um in die Blase einzudringen, den Stein zu fassen, ihn zu zertrümmern, um ihn dann herauszuziehen. Diese Technik findet bis heute Anwendung und wird Lithotripsie genannt. Im Bereich der Gynäkologie und Geburtshilfe erfand al-Sakhrawi eine Zange, um einen toten Fötus herauszuziehen, ihn aufzuschneiden und zu entfernen. Das ist ein großes Problem bei Totgeburten, wenn der Fötus stirbt und nicht auf natürlichem Wege geboren wird. Falls er nicht aus dem Mutterleib herausgezogen wird, führt dies zum Tod der Frau. Er benutzte auch andere Instrumente, darunter Klammern und Skalpelle. Man muss sich vorstellen, dass er sogar Spritzen erfand. Damals wurden sie Asarkana genannt. Er erfand zwei Arten, die normalen, die man von den Injektionen her kennt, und Analinjektionen.
Darüber hinaus verwendete er bei orthopädischen Operationen verschiedene Arten von Sägen. Die Werkzeuge sterilisierte er mit einer Al-Safra, das Gelbe, genannten Substanz. Die von Abu'l-Qasim as-Safrawi erfundenen chirurgischen Instrumente gelten als einer der vielen Durchbrüche, die er auf dem Gebiet der Chirurgie erzielte. Sie ermöglichten es ihm, Krankheiten zu heilen, die zuvor als unheilbar galten. Doch er blieb nicht dabei stehen, sondern studierte die Zusammensetzung von Arzneimitteln, sowohl von Einzel- als auch von Kombinationspräparaten. Eine Operation kann nur mit Salben, Pasten, Sirups und vielem mehr durchgeführt werden. Die Wunde muss verbunden und vor Eiterungen geschützt werden. Das umfassende Studium eines Arztes verlangte auch Kenntnisse in Chemie und Botanik. In der Folge begann er, sich für die Pharmazie zu interessieren. Der Beitrag von Abu'l-Qasim as-Safrawi zur Pharmazie beschränkte sich nicht auf seine genauen Kenntnisse von Botanik und Kräutern. Er entwickelte eine Methode zur Herstellung von Medikamenten, indem er die Zutaten in Formen aus graviertem Ebenholz goss. Nach der Entnahme aus der Form erschienen die Bezeichnungen der Medikamente in der Oberfläche eingraviert. Dies erleichterte die genaue Kontrolle der Medikamente und bildete die Grundlage für die weltweite Entwicklung der Arzneimittelindustrie. Az-Zahrawi interessierte sich für Pharmakologie, doch seine größte Stärke war die Zahnmedizin. Er beschäftigte sich mit Zahnbehandlungen und Zahnimplantaten. Er benutzte Teile von Kuhknochen, um daraus Zähne herzustellen. Was ihn einzigartig machte, war die Kieferorthopädie, die heute im späten 20. Jahrhundert Teil der ästhetischen Schönheitspflege geworden ist. Er interessierte sich für viele Bereiche und ersparte durch die von ihm verwendeten Instrumente und Methoden anderen Ärzten viel Zeit. In der modernen Chirurgie haben wir Abu'l-Qasim as-Safrawi viel zu verdanken, weshalb er zu Recht Vater der Chirurgie genannt wird. Abu'l-Qasim as-Safrawi kümmerte sich um Ausbildung, Innovation und Qualität. Und später schrieb er dies nieder. Nachdem er Dutzende von Jahren mit der Ausbildung anderer verbracht hatte, hielt er diese Wissenschaft in seiner berühmten Schrift At-Tasarrif fest. Ich habe dieses Buch für dich geschrieben. Ausschließlich für deinen Gebrauch. Gib es niemandem weiter. Es enthält großes Wissen und Nutzen. Ich habe es At-Tasarrif genannt, damit es jedem Chirurgen zur Verfügung steht, denn er wird es immer brauchen und darin alles Notwendige finden. Zusätzlich zu dem, was ich 60 Jahre lang ausprobiert und womit ich experimentiert habe. Es ist eine medizinische Enzyklopädie in 30 Bänden, beginnend mit den allgemeinen Prinzipien im ersten Teil bis zum 30. Teil. Der berühmtesten Abhandlung über Chirurgie. Er widmete jeder Art von Medizin mehrere Kapitel: Augenheilkunde, Gynäkologie, Zahnmedizin, Orthopädie und ließ kein Detail in der Medizin oder Chirurgie aus. Er befasste sich mit Krankheiten, die sich zu seiner Zeit weltweit verbreitet hatten, und beschrieb sie genau. Ihre Symptome und dann ihre Behandlung in allen Einzelheiten. Eine der Krankheiten, die er deutlich beschrieb, ist Krebs, insbesondere Augen- und Nierenkrebs. Aus diesem Grund wurde dieses Buch als Leitfaden und Nachschlagewerk für alle nach ihm betrachtet und in mehrere Sprachen übersetzt.
Dieses außergewöhnliche Werk von 1500 Seiten wurde später ins Hebräische und Lateinische und von dort aus in europäische Sprachen wie Französisch, Deutsch und Englisch übersetzt. Wie viele geniale Persönlichkeiten wurde Az-Zahrawi zu Lebzeiten nicht gewürdigt? Bedauerlicherweise hat nur der Westen von ihm profitiert, sein eigenes Volk aber nicht. Az-Zahrawi kümmerte sich nicht viel um Ruhm. Daher war er zu seiner Zeit nicht berühmt. Muslimische und arabische Historiker begannen erst ein Jahrhundert nach seinem Tod, sich auf ihn zu beziehen. Während der islamischen Zivilisation blühten Wissenschaft und Wissen auf. Gleichzeitig lebte Europa im finsteren Mittelalter, da die Kirche Medizin und Chirurgie verbot und Wissenschaftler bekämpfte. Dennoch schmuggelten italienische Studenten das Buch von Az-Zahrawi an verschiedene Orte in Europa. Az-Zahrawis Enzyklopädie At-Tasrif wurde in viele Sprachen übersetzt. Es wurde das erste medizinische Nachschlagewerk in Europa für circa 6 Jahrhunderte. Die übrigen seiner Schriften werden noch immer geschätzt und liegen in den besten medizinischen Bibliotheken. Az-Zahrawi ist der führende Kopf der arabischen Medizin. Diese wissenschaftliche und beharrliche Suche, das Unbekannte der Medizin zu entdecken und in ein klares Wissen zu verwandeln, ist das Herzstück dieses wissenschaftlichen Experiments, der methodischen Suche und der Innovation. Das ist die Seele innerhalb der arabischen wissenschaftlichen Leistungen. Die arabische und islamische Welt hat Wissen und Wissenschaften hervorgebracht, von denen sich Europa generationenlang leiten ließen. Alle Wissenschaften, die Europa aus dem Osten erreichten, hatten einen großen Einfluss auf Westeuropa.